Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn heute sprechen wir mal über das neue Mega-DLC aus GTA Online. Video geht los, viel Spaß dabei! Ja Leute, wie bereits gesagt, heute geht es mal wieder um das nächste DLC in GTA Online, denn da gibt es endlich wieder neue Sachen zu berichten. Aber bevor wir heute mit dem Video anfangen, würde ich dir sagen, wenn dir das Video gefällt, kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar und abonniere auch gerne den Kanal für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Jetzt würde ich aber auch sagen, fangen wir mal an, denn ihr wisst es ja bestimmt, alle paar Tage patcht Rockstar Games Fehler und Bugs in GTA Online. Und der Leaker Testfan schreibt daneben auf Twitter immer, was behoben wurde und was so gerade in GTA Online abgeht. Ja und vorgestern am 23. April gab es halt wieder eine Änderung in GTA Online, denn unter anderem wurden viele Fehler bei den neuen Last Play Missionen behoben. Denn ihr wisst es ja vielleicht, am Donnerstag hat Rockstar Games 6 neue Kontaktmissionen ins Spiel gebracht und da gab es halt viele Fehler und die wurden jetzt halt gepatcht. Aber jetzt wird es erst richtig spannend, denn Rockstar Games hat den Custom Furia von Young Ancestor wieder zurück in die Garage gepackt und außerdem wurde ein weiteres Fahrzeug auf die Glücksradliste gesetzt. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, what the fuck, was heißt das denn jetzt hier alles? Keine Ahnung, was du da redest, keine Sorge, ich erklär's euch. Also, was hat das erstmal mit Young Ancestor auf sich und was ist überhaupt ein Furia und wieso ist der zurück in der Garage? Also, ganz kurz zusammengefasst, für die Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, Young Ancestor ist ein Mieter im Casino Penthouse. Er feiert oft laute Partys und hat schon Stress mit dem Casino gehabt. Und übrigens bekommen wir die Möglichkeit, als GTA Online-Spieler Young Ancestor zu helfen. Und wenn wir ihm helfen, schalten wir ihn halt als Heist-Mitglied frei. Und dafür müssen wir dann einen Mietwagen von ihm entsorgen, in dessen Kofferraum eine Leiche ist. Also, Young Ancestor ist definitiv schwer kriminell und ist übrigens nach dem Heist-Finale, wenn man ihn da benutzt, hat nie mehr aufgetaucht. Ja, und Rockstar Games fügt jetzt schon seit mehreren Monaten immer wieder seinen Furia in die Garage hinzu und entfernt ihn danach wieder. Es soll also so aussehen, als wenn Young Ancestor das Casino verlässt, beziehungsweise das Auto benutzt. Und ihr checkt sicherlich, worauf ich da hinaus möchte, denn Rockstar Games möchte hier irgendetwas uns durch die Blume mitteilen. Denn sie würden sich nicht einfach so über die Mühe machen, den wieder hinzuzufügen, um ihn dann wieder zu löschen, um ihn dann wieder hinzuzufügen, um ihn dann wieder zu löschen, so. Das macht keinen Sinn. Rockstar Games möchte uns hier irgendetwas sagen. Das ist wahrscheinlich ähnlich so wie mit dem Casino da. Damals, kurz bevor das Casino-DLC rauskam, also kurz bevor das Casino neu gemacht wurde, waren ja am alten Casino in GTA Online dann auf einmal Bauarbeiten zu sehen und dann wussten wir, aha, da ändert sich jetzt was und so könnte Rockstar Games das jetzt wieder mit dem Furia machen. Also hier die Neuigkeit ist, dass der Furia jetzt wieder zurück ist, das bedeutet, irgendwann kann damit vielleicht was angekündigt werden, aber das ist jetzt nicht die super wichtige, interessante Mega-News, worum sich das Video handelt, sondern die wichtige News für uns ist halt, dass es ein weiteres Fahrzeug auf dem Podium gibt. Ihr wisst ja bestimmt, was das Podium ist, ihr könnt ja im Casino am Glücksrad drehen und da gibt es ja immer ein Gratis-Auto und dieses Gratis-Auto steht halt auf dem Podium. Und ihr wisst ja auch, jeden Donnerstag gibt es ein neues Fahrzeug gratis zu drehen in GTA Online und alle Fahrzeuge, die noch auf das Podium kommen, die stehen auf einer Liste und diese Liste ist öffentlich zugänglich, beziehungsweise hat Testfan diese Liste mal veröffentlicht und auf dieser Liste ist jetzt halt ein neues Fahrzeug zu finden. Bis jetzt standen nämlich auf der Liste der R88, der Reaper, der VSTR, der S80, das Apocalypse Deathbike, der Italy GTO, das Halbkettenfahrzeug und jetzt ganz neu, der neue Wagen, der hinzugefügt wurde, das ist der Zyklon und das ist übrigens der Elektrosportwagen, der schon wirklich ziemlich nice ist, aber ansonsten sind auf der Liste auch noch zwei, drei gute Fahrzeuge, das ist nämlich einmal das Halbkettenfahrzeug, der R88 und der VSTR bzw. Fister. So, aber was heißt das denn jetzt, dass wieder ein neues Fahrzeug auf der Liste ist? Also, das heißt, dass wir wahrscheinlich eine weitere Woche warten müssen, bis frühestens das neue DLC erscheinen kann. Denn wie gesagt, Testfan hat mal gesagt, dass das neue DLC erst rauskommen kann, wenn die Liste mit den Podiumsfahrzeugen halt zu Ende ist. Außerdem ist sich Testfan mittlerweile auch gar nicht mehr sicher, ob wir den S80 RR überhaupt nochmal auf dem Podium bekommen, denn er steht schon ewig lange auf der Liste und kam halt bis heute immer noch nicht raus. Das bedeutet, die Liste wird dann entweder am 11. Juni zu Ende sein oder wenn der S80 RR doch noch aufs Podium kommt, wird sie am 18. Juni 2020 zu Ende sein, also in gut 1,5 Monaten. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, boah shit, das ist aber noch ziemlich lange, wie soll ich denn diese Zeit überstehen? Also da kann ich ja sagen, keine Sorge, es kommen ja wie gesagt jeden Donnerstag auch neue Gratisfahrzeuge und auch neue Missionen mit Doppeldollar oder sowas. Und übrigens haben wir am Donnerstag noch 6 neue Missionen bekommen, also die noch nicht im Spiel waren. Und hier sagt Testfan übrigens auch was Interessantes zu, denn es sollten ursprünglich noch 2 weitere neue Missionen kommen. Allerdings hat sich da Rockstar Games kurzzeitig umentschieden und hat dann halt erst 6 veröffentlicht. Warum das ist, weiß man nicht. Vielleicht gab es mit 2 ein Problem. Vielleicht waren die 2 anderen Missionen zu langweilig. Oder vielleicht kommen diese 2 weiteren Missionen nochmal später in Zukunft, um dann nochmal das Spiel ein bisschen lebendiger zu machen. Und diese Wartezeit ein
bisschen zu überbrücken. Aber gut, das war es jetzt hier auch mit diesem kleinen Update zum neuen GTA Online DLC. Wie immer gilt natürlich, wenn was Großes bekannt gegeben wird, dann wirst du das hier natürlich auf dem Kanal als erstes erfahren. Du wirst natürlich auch hier auf dem Kanal direkt Bescheid wissen, wenn eine kleine Sache angekündigt wird. Und deswegen würde ich halt sagen, abonniere einfach den Kanal für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online und für die schnellsten News zu GTA Online. Ja, und jetzt würde ich sagen, bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.